insbesondere die Stromübertragungs- und Verteilnetze, weil wir auf der einen Seite immer mehr Eintrag haben von erneuerbaren Energien, auch sehr großen Windparks, Solaranlagen, die werden dann in die Verteil-Übertragungsnetze integriert und diese leiten diese Energiemengen in unsere urbanen Zentren, zum Beispiel hier nach Frankfurt, wo wir gerade sind. Und in der Endanwendung selbst haben wir auch eine immer weitere Elektrifizierung. Wenn Sie heute ein Haus bauen, haben Sie in der Regel eine Wärmepumpe oder Sie haben Infrarotheizung. Sie kaufen sich ein Elektroauto, das laden Sie vielleicht auch zu Hause oder in Ihrer Wohnanlage oder beim Arbeitgeber oder entlang der Autobahn. Deswegen sprechen viele in dem Zusammenhang auch schon von All Electric Society. Was wir heutzutage brauchen, ist Flexibilität. Nicht? Wir haben immer mehr variablen Eintrag aus erneuerbaren Anlagen. Und wir brauchen jetzt auf der Lastseite Einrichtungen, Komponenten, die in der Lage sind, flexibel diese Energiemengen aufzunehmen. Das heißt, Load follows Generation. Und das können Sie natürlich am besten machen, wenn Sie Einrichtungen haben, die, je nachdem, welche Art von Flexibilität verlangt wird, wenn Sie diese bieten können. Sie können auch natürlich mehrere Energiemärkte gleichzeitig bedienen. Und das kann man zum Beispiel mit Batteriespeichern, die man zu Hause installiert. Und da gibt es auch schon zahlreiche Geschäftsmodelle, die genau das adressieren. Und damit, wenn Sie jetzt mehrere Geschäftsmodelle adressieren, erhöhen Sie natürlich die Einkommensströme, die Sie erzielen. Ja, das ist zum Beispiel der Batteriespeicher zu Hause, mit dem Sie auf der einen Seite zum Beispiel Ihren Photovoltaikstrom abpuffern, auf der anderen Seite aber auch teilhaben können an einem Schwarm von Batterien. Und dieser Schwarm von Batterien, gibt es Beispiele, kann Primärregelleistung bieten, kollektiv. Blockchain ist im Grunde ein verteiltes Grundbuch. Statt dass wir das jetzt in Papierform mit uns führen, wird es eben digital gespeichert und es wird auch dezentral gespeichert. Das heißt, all diejenigen, die an einem Blockchain-basierten Handel zum Beispiel teilnehmen, haben auch dieses Abbild. Und das macht es besonders fälschungssicher. Außerdem können Sie noch nicht nur einfach Strom handeln oder was anderes, sondern Sie können es auch noch versehen mit sogenannten Smart Contracts. Also Sie können Regeln implementieren, während Sie mit dem Blockchain-Algorithmus handeln. Es bietet sich an und man kann das sehr schön sehen an Projektbeispielen, die jetzt auf der ganzen Welt durchgezogen werden. Zum Beispiel in New York City gibt es eins, das sogenannte Brooklyn Microgrid. Kann man übrigens auch Videos dazu sehen auf YouTube. Und was passiert dort in Brooklyn? Dort handeln Nachbarn untereinander mit elektrischer Energie. Die einen, die haben eine zum Beispiel Photovoltaikanlage, die anderen haben einen Speicher und andere haben das gar nicht, möchten aber gerne lokale Energiemengen aufnehmen. Und das wird koordiniert, diese Handelsplattform, von unserem sogenannten Microgrid-Manager. Der Microgrid-Manager stellt sicher, dass dieser Handel stattfinden kann zwischen den Bürgern, aber gleichzeitig auch das Netz nicht überlastet wird. Und er hilft auch bei der Integration dieses Verteilnetzes oder dieses Microgrids in das übergeordnete Stromnetz. Also das Energiesystem fokussiert immer mehr auf elektrische Energie. Die steht im Mittelpunkt. Deswegen sind Übertragungs- und Verteilnetze sehr wichtig. Die Verteilnetze setzen sich fort an der sogenannten Grid Edge, das heißt zum Beispiel in Ihrem Haus, in einer Wohnanlage, in einem Industriebetrieb. Und dort sehen wir jetzt immer mehr auch verteilte Stromerzeugungsanlagen, häufig auch verbunden zum Beispiel in der Industrie mit Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben eine wachsende Komplexität an Erzeugungseinheiten und die müssen koordiniert werden, sinnvoll und wirtschaftlich integriert werden. Und das kann man zum Beispiel mit Microgrid-Managern machen.